So, guten Morgen, willkommen beim weiteren spannenden Battle, heute mit Dingsbums, irgendeinem komischen Kerl. Mit Dingsbums. Nein. Wieder mit Dämon, Schrägstrich, Flashshredder, wie auch immer er genannt werden will. Wie willst du genannt werden? Dämon. Dämon. Und sein Papagei ist auch da. Ja. Hat er irgendwie einen Vogel oder so. Und wir spielen heute AOW 2. 2 ist es, oder? Ja, 2. Und ich laufe jetzt mal völlig verplant in der Gegend rum, weil ich die Karte gar nicht erst benutzen will. Nein. Und ich kenne die Map auch nicht, die ist neu. Ja, du kennst das Spiel, erklär mal kurz was dazu. Ja, mal ganz grob erklärt, also man muss natürlich wie bei Command & Conquer Tiberium sammeln, mit einer Tiberium-Sammlerklasse. Aber anders als bei Command & Conquer ist das halt hier als, also kein Fahrzeug, sondern man macht das als Männchen. Infanterieeinheit. So wie ich gerade. Ja, man hat hier wie in C&C halt eine Basis. Und Ziel ist es halt auch wie C&C die gegnerischen Gebäude kaputt zu machen. Man hat hier statt Panzer hat man hier so Roboter, Mechs hier genannt. Unter anderem Orca, Titan und so weiter. Ein paar Orcas flogen hier schon rum. Ja, da ist so gerättechnisch. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, grob gesagt, ja, das ist wie Renegade. Das Center. Ja, genau. Damit kann man es eigentlich recht gut vergleichen mit dem Renegade Multiplayer. Allerdings gibt es halt hier auch noch Utility Guy Klasse. Damit kann man zum Beispiel Sandsäcke bauen. Ja, halt verschiedene Sachen bauen, wie Abwehrtürme und all so ein Kram. Was es bei Renegade ja nicht gibt. Und ja, dann gibt es halt nur das Research Center. Da kann man bestimmte Dinge erforschen. Zum Beispiel erweiterte Mechs, dass man sich halt bessere Mechs kaufen kann. Dann ein weiteres Refining, dann kriegt man mehr Geld. Yeah. Apropos, ich könnte mir mal den verbesserten Sammler holen. Na, der lohnt nicht. Stimmt, macht geldmäßig keinen Unterschied. Ne? Der läuft ein bisschen schneller und hat ein Maschinengewehr dabei. Taschenlampe fehlt noch. Mir ist das aber ein bisschen zu wenig Vorteil dafür, dass das Teil 750 kostet. Das ist ein Feind, deswegen schießt er auf mich. Ich denke mir nur die ganze Zeit, warum schießt mein eigener Mann auf mich? Ja, also im Prinzip kann man sagen, wie Renegade für Doom Engine halt. Toll. Da ist so ein Arsch mit der Vogel Ranger oder so. Ja, und man kann hier voll verschiedene Waffen kaufen, wenn man Kohlen hat. Muss ich denn überhaupt hin? So. Noch irgendwas, ne? Wie weit die jetzt hier schon erforscht haben, vielleicht gehe ich dann mal einen Juggernaut-Mech. Der unter anderem auch einen Mini-Look bei sich hat. Ah ja, natürlich gibt es hier auch diese Eier. Boah, halt nicht viel aus. Boah, du halt nicht so viel aus. Was hast du denn für eine Waffe? Ja, die vom Tarn Stealth Trooper. Ach so. Taugt das Messer was? Hallo. Was? Das Messer, was taucht. 80 Damage macht es. Wow. Ist ja abartig. Geht, ne? Also. Ja, aber wir denken, wenn man natürlich hochrankiert. Ja, jetzt baue ich mal ein Power-Up-Cache. Hey. Ja, hey, man tarn dich! Tarn dich!
Man hat halt als Private Rank nur 100. Wenn du jetzt aufsteigst im Ranking, dann kriegst du auch mehr Health. Ja, irgendwie war das noch nicht auf 0, aber... Ach nee, ich mein... Da schreibt irgendeiner, glaube ich, die ganze Zeit, keine Ahnung. Was wollte ich jetzt sagen? Nach was richtet sich das überhaupt, dass er sich manchmal enttarnt? Was ist denn das für ein Mist? Wenn du angeschossen wirst und wenn du schießt. So, quasi wie die Stealth-Einheiten in Command & Conquer, da ist das ja auch so. Ja, guck mal, den Conquer sieht man es ja teilweise noch. Oh, da kommen schon so Sachen rausgeflogen aus dem Tiberium, das ist nicht lustig. Warum sind Sammler so scheiße bewaffnet, was denn das? Warum habe ich nicht so riesen Häckselmaschinen dabei? So. Ach scheiße, hat schon jemand anders die Iron Cannon. Wollte ich gerade ein Gebäude bei dir sprengen, kann das jetzt nicht. Gebäude sprengt man, indem man dieses Ding kaputt schießt, oder? Dieses, Ja, den Master Control Terminal. Ja, genau. Geht das auch mit Sprengsätzen, oder? Oh Gott, ich bin gerade völlig falsch. Ja, man muss ein Iron Cannon Beacon dahin und dann, ja. Oder C4 ran. Alles klar. Oder du schießt halt mit einem Mech drauf. Dann kannst du natürlich auch von außen beschädigen. Ja, nö. Mech könnte ich auch mal kaufen, habe ich noch nie gemacht. Nimmst du Juggernaut oder Titan oder so? Ach, der Stacheldraht. Ja, man merkt halt, dass es Doom basierend ist. Man kann nicht nach oben unten gucken. Kann man wohl. Was? Das wäre mir neu. Das geht alles. Na, ist deine Config nicht richtig. Ja. Geht das nicht, ja, so kannst du natürlich auch schlecht Chancen haben. Ja, natürlich, Maus Freelook, ganz normal, wie bei jedem anderen Spieler auch. Das sagt mir jetzt erst. Dann parke ich hier mal kurz und. Ist einfach nur bei Maus Option gucken und dann alle Regler auf links machen, bis auf Overall Speed und Freelook oder Mauslook Speed, wie auch immer das jetzt da benannt war. Wirst du schon sehen. Ah, jetzt? Ich hab doch eine Eier. Oh, was zur Hölle? Wer hat das gemacht? Boah. Das mag ich meine Framerate ist gar nicht. Das mit der einen Bombe, das war ich. Boah, du Arsch, das mag mein Fraps grad mal gar nicht. Boah, jetzt habe ich nur noch. Ich glaube, ich pausiere mal kurz und starte die Aufnahme neu. Ja, jetzt habe ich trotzdem nur noch 20 Frames. Obwohl hier gar nichts ist. Was ist das jetzt für ein Mist? Was ist das denn jetzt? Warum habe ich so wenig Frames? Ich will meine Gauss wieder haben. Dann kauf dir eine. Wie ich dich doch jetzt hätte alles schön mit der Gauss platt machen können. Aber nein, man nimmt sie mir weg. Die nimmt mir klar alles weg. Alles was gut ist, wird einem weggenommen. Die Waffen sind aber genauso unrealistisch wie in Command & Conquer. Ja. Ich meine, vorhin habe ich eine Rakete voll ins Gesicht geschossen und irgendwie ist der einfach weitergelaufen. Ja, das ist auch Command & Conquer nachempfunden. Genauso scheiße. Ich bin nur der Meinung, die Sammler sollten ewig den breiten Radius haben, so dass sie alles blockieren. Man sollte dann immer gescheit steuern können, so dass man dann irgendwann die halbe Ewigkeit in der Tür festhängt und so, und da steht der Mech, der auf irgendwas schießt. Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung, ist doch zum Kotzen. Boah, es ist echt zum Kotzen, dass ich hier keine Gauss hab, das macht mich völlig fertig hier. Was mich fertig macht, ist, dass ich keine Taschenlampe hab. Egal. Bam. Ich laufe einfach mal durch die ganze Pampa. Und jetzt kommt der Aufbau. Ich sollte mir mal meine Werkstatt aufsuchen. Nein! Würdest du dich bitte wieder tarnen? Danke. Es ist nicht so schön, wenn da so Ionenwerfer. Ja, irgendwo bei euch ist eine Ionenkanone gelegt worden in irgendeinem Gebäude. Solltest du vielleicht mal entschärfen. Ich bin gerade einfach explodiert, als ich durch die Tür gehen wollte. Was ist denn das für ein Mist? Warum ist das so?
Wo ist denn das? Ach, das macht mein Team schon. Genau. Nicht machen, machen lassen. Und gleich Boom. Yeah, ich hab ein Knife, Baby. Und ich bin unsichtbar. Haha, jetzt brauche ich nur irgendwas finden, das ich töten kann. Und an dem keine 20.000 andere Gegner sind, die mich dann auch gleich töten. Ja. Wird schwierig. Ich vermute mal, die einen kennen ist entschärft, weil da kommen keine weiteren Ansagen mehr. Aber komischerweise. Oh. Eigentlich hätte der das ansagen müssen. Na gut. Wie auch immer. Hey, da geht's rein. Oh, doch nicht, da ist einfach nur eine Glaswand. Warum sind die immer so sauber, die Glaswände? Okay, wo ging's denn da jetzt rein? Wo bin ich denn da explodiert? Da bin ich explodiert. Oh, nun heil doch schneller, du blöder Mech. Ich will jetzt einen neuen Angriff starten. Geh weg! Das ist ein Spasti, aber der verpisst sich nicht. So, nun komm ich nochmal vorbei. Verpisst euch, ihr Spastis! Du möchtest doch bestimmt eine Ionenbombe auf dem Kopf haben. Hä? Hä? Da läuft doch was. Ja, super. Bam. Er hat ihn reichlich ungünstig liegen gelassen. Sau lustig. Der andere tötet sich selbst mit seinem Gewehr. Ah, scheiße. Okay, das mit dem Stealth-Trooper muss ich nochmal üben, glaube ich. Warum legen die einfach Stacheldraht davor und wo kann man die Ionenbombe kaufen? Es gibt ja so viel, das verwirrt mich total. Refill, Teleport back to file, Plasma Cannon, nee, Nuklear Strike biegen. Genau, ihr habt eine Nuklearbombe und ich hab einen Iron. Yeah, ich hab sie. Und was kaufe ich mir noch? Eine Plasma Kanone. Sie gut. Dann kaufst du noch das Damage Armor Upgrade. Ah, scheiße, das habe ich jetzt vergessen. Dann gehst du einfach nochmal in Spawn rein und holst dir das nochmal nach. Das konnte man in der Baracke machen, oder? Überall, wo ein Master Control, Chef Terminal ist. Das ist eigentlich in jedem Gebäude drin. Flashbangs kaufe ich mir, Baby. Yeah, you can no longer pilot Mechs. Ja, mit dem Upgrade kannst du mit nicht mehr in einen Mech rein. So, ich hab Nuclear Strike Beacon und was macht denn ihr da? Dann schauen wir doch mal, ob wir was finden. Nuclear Strike Beacon, das musst du halt an einem Master Control Terminal packen von einem unserer Gebäude. Du musst natürlich auf unseren Obelisk aufpassen, der sieht dich trotzdem. Was zieht er mich? Wenn du unsichtbar bist, also Stealth Trooper bist, was ich auch mit Beacon unbedingt machen würde, als Stealth losgehen, dann auf jeden Fall auf Obelisken und Turrets aufpassen. Turrets sehen dich nach einer Weile, je nachdem wie dich du an den dran bist, und Obelisken dich sofort. Kann er mich töten, wenn ich direkt davor stehe? Hm? Der Obelisk einen töte, wenn man direkt davor steht. Naja, ein Schuss überlebst du eigentlich vom Obelisk. Ja, hab ich gerade gemerkt. So, wo ist... Ich tarn mich lieber wieder. Und geht's mit deiner Frau wieder? Fick dich doch! Warum liegen da Bomben rum? Damit du das Ding nicht platzierst, wahrscheinlich. Ist doch scheiße.
Das kostet doch so Geld. Das nennt man Abwehr. Und irgendwie ist alles so winzig. Der ganze Text, wo der dauernd kommt. Stealth Trooper. Oh ja. Ja gut, wobei es geht ja noch. Ich habe vorhin mal auf 1920x1080 getestet, also... Ja! Da kann man den Text ja, wo das so kommt, oder den Chat und so, ja überhaupt nicht mehr lesen. Du kannst die Textgröße einstellen. Was ist ein Plasma Cannon? Ich steh grad mitten in eurer Basis mit meinem Mech. Yeah, ich hab Plasma Cannon, was auch immer die bringt. Mächtig Schaden an Infanterie und Mechs. Ja. Lief doch eben ein Blauer rum. Oh, der ist schon tot. Oh. Man, hau ab. Stör mich nicht dabei, die Caches kaputt zu machen. Dein Team find's nicht so toll, dass ich die Caches hier gerade kaputt mache. Welche Caches? Was für Zeug? Die Regeneratoren-Caches. Guck doch mal die Prozente an. Deutsch. Guck deine Region Ammo und Health an, dann weißt du, was ich hier gerade kaputt mache. Keine Ahnung. Dein Health regeneriert sich gleich nicht mehr und dein Ammo auch und deine Munition auch nicht, weil ich das gerade zerstöre. Die haben jetzt nicht wirklich mit 1% überlebt. Ich hab 45 Health noch. Ja. Das kann nicht sein, ne? Was eure kann nicht sein? Eure blöden Regen-Caches haben jeweils mit 1% überlebt. Tja, ich bin in dem Team. Das Team ist episch. So, und ich nehme jetzt erstmal die Munition mit. Boah, ich brauche wenig bei der scheiß Plasma-Kanone. Gott, liegen hier viele Sandsäcke rum. Ey, du steigst ein und die ganzen Türen sind schon alle zu, du kommst gar nicht mehr raus, was? Geht die Obelisken eigentlich aus, wenn man Dings macht, der das Kraftwerk kaputt macht? Hier gibt's kein Kraftwerk. Nett. Nee. Oh. Wenn du den Obelisk loswerden willst, musst du den Obelisk zerstören. Indem du ihn abknallst. Boah, die Plasmakanone ist ja auch voll scheiße. Was, die ist scheiße? Die ist nicht scheiße. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nichts treffe. Das könnte natürlich gut sein. Ich habe gedacht, die macht irgendwie so Mordsflächenschaden, weißt du, dass da alles so töre ist. Hä? Wie komme ich denn jetzt ins Search Center rein? Wie was? So, ich mache jetzt den Mech mit dem Messer kaputt. Ach so, mit Fahrstuhl haben wir das hier. Gottes Willen, das ist ja cool. Das ist ja cool gemacht. Geht's denn da lang? So. Wo ist denn jetzt? Komm ich jetzt hier wieder raus? Ach so. Bin ich denn da? Völlige Verwirrung bei mir gerade. So, dann werde ich meine Eier bei dir legen. Hast du doch eh nicht. Ach doch, das brauchst du. Schaffst du doch eh nicht, gib auf. Ich mach jetzt, aber zuerst müssen deine blöden Regen-Caches weg. Das kann nicht sein, dass sie mit 1% überlebt haben hier. Was ist das denn für eine Frechheit? Wir haben alles zugebaut hier mit den Kack-Sandsäcken, das ist doch scheiße. Oh, hau ab, Roter. Du siehst mich nicht. Hey, nirgendwo kommt man mehr rein. Ach, die Caches sind doch kaputt. Wieso zeichnen die an, dass sie noch leben? Na gut. Die sind doch kaputt, ist ein Anzeigefehler bei mir. Wow. Ah, nein! Ich wurde gesehen! Ah, schnell abhauen. Heul doch.